Ja. So, dann nehmen wir rein. Trampoli, den Elvis Bert. Ah, stimmt. Ich habe ja noch die Erfüllung, habe ich für das ausgeschaltet. Muss ich mal nachgucken, wie ich das nochmal geht. Ja, egal. Ich muss einfach nur R2 drücken und dann drehe ich das einfach. Wolfsburg und Frank Buschmann begrüßen Sie heute. Wir gehen da rein ins Spiel. DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. So. Los geht's. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben. Wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. So. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie. Endspieler. Komm schon, Spieler Paluten, hol den Ball. Nach dieser harten Saison noch mal auftrumpfen und wir schauen mal, was da auf Wo sei Meter XL Paluten, der Spieler. Aber da muss man frei rumstehen. Das ist das Eddard. Nee, im Mimiva war das. Das ist Eddard. Und jetzt der Vorstoß. Land ihn passen! Weiter diese Szene. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Mimi, Palute verliert den Ball. Nein. Wir sehen das frühe Pressing. Ich will jetzt nicht mit dem Spiel. Lukas Schnellwacher. Ja, jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Da sind sie da, guter Block. Nachgucken. Umspeichern. Jetzt komm schon. Bisschen aufräumen. Ja, da gibt's gute Das war jetzt. Das war jetzt der Meter-Palut ist das Spiel auf. Und trifft er auch noch? Aufs leere Tor. Er bringt sie. Ja, yeah, 1-0. Das war Mimi Ive. Meint es der Mimi Ive, oder? Ja, ich glaube, das war der Mimi Ive. Ich muss gerade nochmal nachgucken. War das der Mimi Ive? Nachgucken. Ja, fängt mit der Fußball da. Das Tor gefallen. Wir sehen die Flanke. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Na, der ist schön rein. Das ist ja so nicht für mich. Und? Früher war ich auch mal Fußball begeistert, aber dann irgendwann hat es aufgehört. Also. Nein, Eddard war das! Eddard hat den reingemacht! Der Mimi Eddard! Da hat hier Jürgen Klinsmann noch gespielt. Rudi Völler. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Die Chance hier. Und sie machen das Tor. Jetzt wird der nächste rein. 2-0. Alles darauf hin, dass sie dieses die Bremen. Das war jetzt Paluten persönlich. Wir schauen uns die Teiltreue Paluten erstellt. Ach, war nicht. Und er köpft ihn einfach mal rein. Hält nur noch den Kopf hin und tritt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ah, Ive, Paluten, Ive. Der Ive. Ive hat viel passt angelaufen. Der Meter-Paluten, der Meter-Paluten. Super gehalten. Ui, was für ein Ball. Der Talotze. Der ist auch Kolotze, der ist 200 Meter groß, der Kolotze. Nein. So. Was, wer will da was von mir? Und noch eine. Das ist auch gut. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Jetzt machen wir es immer wieder groß. Okay, jetzt aber. Bin aus dem Mund.
Jasmund. Sehr guter Einsatz. Ja. Mit dem Fuß Richtung gegnerisches und Tor. Jetzt. Ah, Meter. It's a cell, Paluten. Verliert ja, den Ball. Nuckel, Bibi. Der größte Spieler hier. Oh, Palute, mach den nochmal rein. Mach ihn rein. Zweites Tor und damit 3:0. Ich glaube, ich werde den Superkapitän gründen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte wie wäre es denn damit, Wolf, am Ende hat wenn ihr mir irgendwie eine Lösung sagen könntet, wie ich auf den Zwanziger besiegen kann? Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Also, ja. Ich weiß nicht, ja, ob du da eine Tankstelle bei dir in der Nähe hast. Das kommt und jetzt Meterpaluten! Meterpaluten macht ihn rein! Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Jetzt kommt die dritte nochmal, 29. Meterpaluten! Und jetzt! Also gut haben. Und dann muss. Das ist der Abwehrspieler, macht los, was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ja, aber das sind 70 Franken und wir. In Deutschland kannst du mit Franken nichts anfangen. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Ah, holt vorbei. Es hat auch. Komm schon, hol den Ball zurück. Super. Das war, wenn ich mal so sagen darf, ein Nieser, ey. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Eigentlich brauche ich keine 30er, weil ich soll mir die Deluxe zogen holen, hast du gesagt. Ja, ah. Was kostet die jetzt? 29. Das von 29 noch was. Naja. Ja, dann holst du dir eine 50er auf Ladung. Und komm schon, hol bei mir zurück. Dann kannst du das Spiel holen. Und es nur zur Tanke runter, wenn es bei euch in der Nähe eine Tanke gibt und dann. Holt ihr die 50er? Ja. Und dann kannst du die hier bei Play Store einlösen. Und? Nix was mit dem daneben. Ja, beim Play Store, sag ich ja, bei dem Shop. PSN Shop. Kannst du die Karte einlösen? Das muss fast ein Tor gewesen sein. Ach, das schon. Ja, Problemlöser. Habt ihr eine Tanke bei euch in der Nähe? Ja, aber ich mach das jetzt bei hier hinten. Lukas Schnellbacher. Da ist er da. Guter Zweikampf. Also jetzt! Schnell! Nach vorne stürmen. Oh, kommt irgendjemand so unter. Oh, den Rennpflanzen! Sollen wir richtig stark regeln? Komm, mal stark bitte. Das sind 50 Liter oder so auf Quadratmeter. Wenn nicht noch mehr. Jo. Viel Spaß. Ja. Er lässt sich da nicht auf. Komm! Die Chance jetzt. Und er geht rein. Im Dachgeschoss. So eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er hallo, der spürt was den kommt. Dreierpart, den Hendrik. Chance kommt durchs Dach durch. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz durch die Lücke und findet sie. Ja, deine Lücke gefunden. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Das ist echt. 5:0. 5:0 von ihm bei einer Halbzeit. Nee, will ich was aber soll nicht. Das? Ich nicht zum Hut. Und das soll die Mannschaft, wo als allererstes aufgestiegen ist in die zweite Bundesliga. Elversberg, was ist mit Elversberg hier los? Ich hab ich will das Pokalfinale hier gewinnen. Muss ich halt bestellt haben. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. So. 30 Euro. Warte, die Ecke muss. Ach, die Ecke war nichts. Doch zu halbherzig. Was war nochmal das Jas Abbruch? Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ah. In der Szene muss er pfeifen. Ja, pfeif ruhig. Frei. Noch so ein Zweikampf und dann eine Minute noch, dann eine Minute und dann ist Halbzeit. Ruhiger werden, ruhiger werden.
da, Ball wird geblockt. So, Halbzeit. 45 Minuten sind vorbei, die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Oh, das Video ist ja wieder auf. Durchgang 2. Oh, jetzt die zweite Halbzeit. Hier kann ich keine Dings machen. Da geht's, das geht. Nee, nicht Südhessen, ich komme dann aus dem Hessen. Klasse Technik. Ich kenne ein paar aus Hessen. Oh, jetzt nach vorne stammen. Ah, der Pass wird knapp. Komm, er gibt den Ballbesitz ab. Komm. Alter. Hi. Komm schon. Lukas Schnellbacher. Komm schon, St. Pauli. Online-Banking habe ich nicht. Das habe ich da drüber immer. Kollegen, nehmen Sie an. Ja, jetzt haben Sie den Ball dann doch verloren. Nehmen wir schon noch kommen. Ja, viel im Moment noch nicht, aber. Vorne jetzt die Balleroberung. Schön jetzt! Meter, Paluten! Verliert den Ball! Der Tolosse! Der Riese! Oh, so langweilig! Da muss er hin und holt sich den Ball! Jetzt hat er! Nee, ein PS4 rein. Komm schon! Schön dazwischen gegangen. Da ist jetzt kommt Palute, macht den Vierer-Putt. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Geiles Tor. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem. So, das macht er ganz abgekehrt. Der DFB-Pokalfinale, wo ich eingestellt habe. St. Pauli, den Ellisbert. Klarer Sieger. St. Pauli. Aber auch verdiente Sieger. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Ja, das ist echt einfach Einbahnstraßenfußball beim Erblisberg. Den zweiten Liga Aufstieg sind. Einwurf, der Ball war draußen. Sie kommen jetzt über außen. Ah. Kommst du da hin, Robert? Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Da war doch da nichts, Schiri. So, jetzt. Jetzt, komm. Kinder- und Jugendschutz. Ah. Freistoß gehalten. Freistoß halten. Jetzt nach vorne stürmen und auf Zeit spielen nur. Auf ein paar Tore noch machen. Vielleicht die Konterchance. Ja, da macht er mal einen Potten. Was machen Sie draus? Die Chance jetzt. Ja. Der Keeper holt sich diesen Ball. Will ihn rüberlupfen ins Tor rein. Komm, ich will jetzt die Sitterung nach haben. Und ich will hier. Komm, wir müssen noch durchhalten, bis die Sitterung. Gefährliche Szene. Komm, Paluten. Oh, Meter Paluten. Meter ist es alle, Paluten, mach den rein. Der Meter, Paluten. Ah, der Kolosso trifft mal wieder, der Meter, Paluten. Ja, ich bin raus hier, und was sagt er? Ja, der Mega, Paluten. Ja, der macht da alles fertig. Nee, ja. Der ist auch ein riesiger Kolossos. Das ist ein riesen Kolossos. Ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Nachher muss ich mal gucken, wie ich das auch abstecken kann. Die Flum, was ich ja flippen musste, wie ich das abschalten kann. Weil das ist schon schwer. Oh, und macht da noch einer rein. Der Ball fliegt aber weiter daneben. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist das ein Tor. Der fliegt richtig weit daneben. Aber 7. Da gab es aber auch nur für normale, ne? Das war ein Foul. Einfach so Narben und künstliches Blut. Oh.
Tore, Jakobsen. Da, wo was ich dir gezeigt habe, mit dem Ding dann da. Mit den Halloween-Sachen. So langsam wird's gefährlich. Jetzt, und jetzt ist die Gefahr bereinigt, sie können nichts aus dieser Szene machen. Ah, ich habe gesagt, nee, also Halloween. Komm schon, hol die Ball wieder zurück. Habe ich nur gedacht, als ich das gesehen habe, mit dem Messer im Kopf da und dieses Schwert, habe ich nur gedacht, ey, das wäre sicher. Oh, hier ist noch ein paar Minuten noch und dann haben sie es gewonnen. So. Wir flanten mal ab. Und? Nicht reden. Klasse vom Tor. So, was hält ihn? Okay. Ach, Fahrrad, seitdem du wieder gekommen bist. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle, tolle Schuss. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Jawohl. Sie machen das heute schon natürlich hervorragend, holen sich ihre Fans, guck mal auf das Tor geschossen und ein paar Mal getroffen. Eine klasse Leistung. Vorteil ist angezeigt. Na komm. Ah. Jetzt müssen wir noch den Ball wegnehmen. Gutes Dribbling. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelb. Ja, gelbe Karte für Ive Paluten. Ja, warte mal, Hausmeister. Für Mimi Ive, die ist gelbe Karte. Ich kann auch Schatzebobs sagen. Ich kann auch Babys sagen oder so, aber das ist mir ganz egal, was ihr davon denkt. Oder haltet. Nein, kennst du das hier nicht, dieser, wie heißt der, Horst Schlemmer? Schätzelein. Jetzt, Eddard, komm, Eddard, komm! Lauf nach vorne, Eddard! Mimi, Eddard, komm! Du bist ja doch... Ah! Alter! Ne? Gut. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Hopp. Und jetzt, den Ball wegnehmen. Oder auch nicht. Ja, dafür habe ich ein zu gesundes Selbstbewusstsein. Ah, 9 Minuten noch, komm! Die 9 Minuten kann man noch den Ball wegnehmen. Geht einfach vorbei. Er ist nur Tannen. Ja, manch einer wundert. Ja, komm, abseits. Komm, abseits. Und jetzt, aber jetzt laufen bei dem Wetter. Jetzt willst du dir ja noch einen rein. Deswegen versuche ich das ja hier online zu bekommen. Ach so. Ah, die wollen alle Pin haben. Online ja, du bist heutzutage der gläserne Bürger. Also, komm schon. Look, alles. Lauf am besten, nach vorne. Wann du Toilette gehst, wie oft du auf Toilette gehst. Ah, das könnte was werden jetzt. Nee, ich kann doch bei meinem PayPal-Konto, kann ich doch mal eine Bank eingeben und lasse 30 Euro auf PayPal überweisen. Von dem Kosten kann ich das im Kauf. Und jetzt. Ich weiß nicht, wie das geht. Schöne Flanke, schöne Flanke. Keine Ahnung, mit PayPal. Ja, beste Flanke, die man je gesehen hat, Harald, hast du recht. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Alter. Die eine Aufnahme, das war schon lustig in die Schorlein gewesen. Alter. Ja, das war lustig mit Gandalf gestern. Oder auch. Tiefer, immer tiefer, immer Alter. Immer tiefer, weiter runter, ey. Alter. Don, Alter. Das war doch was mit, mit dem Auto von Donald und Gandalf. Schlimm ist das ja. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Das war die. Das war schon lustig. Was mal war. Hast du das Gefühl schon eigentlich schon gesehen? Auf meinem YouTube-Kanal von gestern, von dieser Online. Ah, also aus dir höre ich irgendwie ein bisschen raus, dass du ziemlich an der Vergangenheit hängst, wa? Ja, was für alles schön war. Ist, Alter, geil. So, damit haben sie Pokal geholt. Einfacher. Aber ich fand es schon lustig, die Aufnahme gestern, die ich noch für Online, wo ich hochgeladen habe auf meinem YouTube-Kanal. Der Donald kommt jetzt sein. Dieser große Triumph und wir sehen das noch einmal. Wie riesig die Freude. Sie gehen alle vollkommen aus sich raus. Wie war das schon mit dieser Art? Wie war das schon mit dieser Art gewesen, Steve? Hab ich gesehen. Und dann kommt plötzlich der Donald mit seinem Gandalf. Und ich wollte den einen allerletzten Gegner ausschalten. Und in dem Moment muss er mit seinem Gandalf kommen. Ich schieße und genau in dem Moment habe ich den Gandalf erwischt. In dem Moment. Da haben wir diese Mission gemacht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Mission war, aber da haben wir eine Mission gemacht. Und das war, weiß ich gar nicht. Donald war das. Ja. Und dann mussten wir oben in diesem
Kieswerk musst du die Gegner erschießen. Ne? Und Kai war das, glaube ich. Genau, Kai war das, der die erschießen. Und Donald kam gerade mit seinem Taxi an. Wollte über uns so drüber her springen und in dem Moment, wo Kai abdrückt mit seinem Raketenwerfer, sich Donald mit seinem Taxi direkt da ihm in die Schuss fällt und dann rabooms. Ich hab ihn erschossen, den Donald. Ich hab ihn erschossen mit den Explosivpolizisten. Ich hab den Donald erschossen, Steve. Ich will endlich den Gegner mit den Explosivmunition ausschießen und dann kommt in dem Moment der Donald vorbei und ich habe ihn von seiner abgeschossen. Okay. Also, das war ein lustiges Timing, wo ich den Donald getroffen habe mit seinem Gandalf. Und das kommen wir an. Ich frage mich noch, wie heißt dein Auto denn? Also das Taxi so, ne? Ich sag mal, es heißt einfach Taxi. Hat keinen Namen. Der nennt sein Taxi dort Gandalf. Und Steven? Ja, ich bin schon da, keine Sorge. Und zwar kann man das auch noch auf meinem YouTube-Kanal anschauen, wie das passiert ist. Ich weiß ja gar nicht, wo ich das bei YouTube sehen kann. Muss einfach mal YouTube. Ich will das. Oder warte, was? Ich pause. Ich einfach weiß ja nicht mal, wie Kai da auf YouTube weiß. Du meinst mein YouTube-Name. Was hast du, Harald? Ich hab doch den. Der Kai hat den. Ich war das doch, wo der Donald getroffen hat. Nicht der Kai. Ich war das. Na, warte mal, Harald, ich hab die gerade gestummt wegen FIFA. Ich hab den Donald sein Fahrzeug zerstört. So, jetzt höre ich dich besser wieder. Ich hab den Donald Fahrzeug doch zerstört. Warst du das? Ja, ich war das. Kai war doch da. Nee, Kai war doch da nicht da gewesen in dem Moment. Ja. Ich war doch zu dritt. Ich schicke das mal in die Truppe mal. Verlinke jetzt mal einfach mal meinen YouTube-Kanal. Wenn ich es geschafft habe. Also so einfach. Alter, das sah aber auch aus wie der Gandalf daher. Du drückst ab und in dem Moment kommt der Gandalf daher geflogen. Ja, das sah wie. Und ich habe das Video gerade die. Genau in die Schusslinie geflogen. Ich habe das Video jetzt gerade eben geschickt in die PlayStation-Truppe.